ein tolles Rezept aus meinem neuen Lieblingskochbuch, was ich euch gern verlinke, kostenlose Werbung hier, ist dieses Süßkartoffel-Brownie-Rezept. Da bin ich echt gespannt, wie das wird, denn wir lieben Kuchen und dieser hier ist fettarm und eiweißreich auch noch. Für den fettarmen High-Protein Süßkartoffel-Brownie braucht ihr 250 Gramm Süßkartoffel gekocht. Die hier ist riesig, die hat 750 Gramm. Ich werde mir die jetzt klein schneiden und kochen und das, was ich jetzt nicht verbrauche, einfrieren. Dann braucht ihr 200 Gramm reife Bananen, die habe ich zufällig auch da. Dann habe ich Haferflocken mit meinem Mixer geschrotet und das ergibt dann Instant-Haferflocken. Ihr könnt auch direkt Instant-Haferflocken nehmen, 50 Gramm, oder ihr nehmt einfach 50 Gramm Haferflocken, tut sie in euren Mixer und pulverisiert sie, dass ihr so ein Hafermehl habt. Dann braucht ihr ein bisschen, weil es ja Brownies werden, veganes Schoko, Proteinpulver. Es geht natürlich auch Vanille, es geht auch Neutrales. Das könnt ihr ganz nach eurem Geschmack regeln. Ich habe hier das da von DM und das werde ich heute benutzen. Ein bisschen puren Backkakao ungesüßt. Und dann nach Belieben Süßungsmittel, Flavor Drops oder Erythrit. Also in diesem Kuchen ist nur Fruchtzucker, eine Packung Backpulver kommt noch dazu. Also, dann legen wir los. Ich werde jetzt erstmal meine Süßkartoffel vorkochen und dann geht's los. 2, 3. Während meine Süßkartoffeln hier gleich fertig sind, habe ich jetzt schon mal alle trockenen Zutaten zusammengerührt. Also, meine Süßkartoffeln sind abgegossen, müssen noch kurz abkühlen. Ich nehme jetzt den Topf auch zum Zerstampfen des Gemüses, damit ich hier nicht noch mehr Geschirr dreckig machen muss. Mal gucken, das sind jetzt 2 Bananen, 230 Gramm, aber die 30 Gramm werden den Kohl nicht fett machen. So, das Ganze zermansche ich jetzt mit dem Stampfer. Also, das war's im Prinzip. Das sind meine nassen Zutaten, Süßkartoffel und Banane zermatscht und die trockenen Zutaten. Und die beiden bringe ich jetzt zusammen. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Brownie mal wird. Das Ganze schiebt ihr jetzt bei 160 Grad Umluft für 20 bis 25 Minuten in den Ofen. So, ich habe es jetzt nach 20 Minuten aus dem Ofen geholt. Also Textur, gut. Sieht schon auch aus wie ein Brownie. Ich werde jetzt den Ofen ausmachen und es so lange noch mal reinstellen. Aber es riecht himmlisch. Brownie ist bei uns das am häufigsten gewünschte Backwerk, das ich immer backen soll für die Jungs. Und ich habe da so ein Brownie-Rezept, da legen sich wirklich alle nieder und ich muss das immer verteilen und alle lieben diese Brownies. Aber da wollt ihr nicht wissen, wie viel Butter und Zucker da drin ist. Steht eigentlich nur aus Butter, Zucker und Kakao. Deswegen wäre eine Alternative nicht schlecht. Also ich habe jetzt hier mehr Portionen als im Rezept vorgegeben. Laut Rezept sind das 6 Portionen. Wenn ich dir jetzt ein Brownie-Stückchen schneide, weil ich eine größere Form benutzt habe, dann kriege ich 1, 2, 3, 4, 12 Stücke raus. Also doppelt so viel. Das bedeutet, ein so ein Brownie-Stückchen hat 90 Kalorien und 6,5 Gramm Eiweiß. Ganz unfein mit der Hand und ohne Küchengabel. Es ist nicht so trocken, wie ich dachte. Es ist sehr saftig.
ist jetzt halt sehr schmal geworden durch die große Form. Die Süßkartoffel schmeckt man gar nicht raus. Aber die Banane schmeckt man raus. So einen bananigen Nachgeschmack wie bei Bananenbrot. Wenn ihr das nicht mögt, dann ist das Rezept eher nichts für euch. Aber ansonsten ist das eine sehr leckere, schokoladige Alternative. Also mir tut das gerade so richtig gut. Denn ich liebe ja Kuchen und Gebäck. Und Eis und so. Und ich habe ja jetzt eine tolle Eismaschine. Da werde ich diesen Sommer sicherlich auch einiges ausprobieren an Eisvarianten, die vertretbar sind für einen Bypass-Patienten, der abnehmen möchte. Gefällt mir das Rezept. Gefällt mir. Ja. Lecker. Probiert es mal aus, wenn ihr mögt. Bis dann, eure Susi.